Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen die U23 des MSV Duisburg begrüßen. 1407 Besucher sahen den 2:0 Heimsieg unseres KFC am heutigen Sonntagnachmittag. Ja, zu den Begegnungen auf den anderen Plätzen des 10. Spieltags der Oberliga Niederrhein noch. 3 Endergebnisse haben wir, der Rest ist kurz vor Schluss. Endergebnisse: Wuppertaler SV gegen SC Kapellenerft 1:0. SV Hennepel Niedermormter gegen TuR Düsseldorf 2:2. Spielvereinigung Schonnebeck, 1. FC Bocholt 4:3. Kurz vor Schluss dann folgende Zwischenstände: VfB Hilden gegen TV Jan Hiesfeld 1:3. Rot-Weiß Oberhausen U23 gegen den TV Kalkum Wittler 2:0. Schwarz-Weiß Essen, VfR Fischeln 4:0. SC Düsseldorf West, Germania Ratingen 0:0. Und 1. FC Mönchengladbach gegen TSV Meerbusch 0:1. Bei mir jetzt die Trainer der beiden Mannschaften, die heute hier in der Grotenburg gegeneinander gespielt haben. Zu meiner linken Gästetrainer Manfred Wölper und zu meiner rechten KFC-Trainer Michael Boris. Herr Wölper, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht so ausgelegt wird, als wenn ich ein schlechter Verlierer wäre, weil wir dann haben ganz andere Prioritäten als den Tabellenstand. Wir wollen junge Spieler aus. Bilden. Und wir haben heute wieder eine ganz, ganz junge Mannschaft auf dem Platz gehabt, die letztes Jahr fast alle noch in der A-Jugend gespielt haben. Und ja, ich muss natürlich sagen, wenn die Verhältnismäßigkeiten so ungerecht verteilt sind, dann ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube, jeder, der im Stadion war, hat gesehen, dass wir durchaus Paroli bieten konnten, dass wir brandgefährlich im Umschaltspiel waren, dass wir wie ein Überfallkommando auch in Unterzahl den Gegner ausgekontert haben und 2-3 Mal aufs Tor zugelaufen sind. Da fehlte dann vielleicht der letzte Mumm. Und dass man dann nach hinten raus keine Körner mehr hat, weil die Wege natürlich sehr weit sind, das sehe ich meiner Mannschaft nach. Trotzdem ein Riesenlob an meiner Mannschaft, wie wir uns hier taktisch und technisch verhalten haben. Wie gesagt, ich hätte ganz, ganz gerne gehabt, dass wir ein Spiel 11 gegen 11 sehen, dann weiß ich nicht, wie es gelaufen wäre, und so kann man nur spekulieren und dem Gegner natürlich gratulieren, aber ich bin schon ja, sehr, sehr zornig, was da teilweise gewesen ist. Wenn ich jetzt nur der 20er, ich weiß nicht, wie viele Wunden mein Geneli am Kopf hat, der könnte ja gerne mal hier reinkommen, und der Schiedsrichter hat auch jedes Mal gepfiffen. Nicht, dass er das nicht gesehen hat. So, der hat es gesehen und gepfiffen. Das waren 8 bis 10 V-Spiele in den ersten 30 Minuten oder 40 Minuten. Und der geht nicht runter. Und unser Hossmann macht zweites V-Spiel, geht runter. Also, schade, schade. Spiel wäre sicherlich sehr, sehr spannend gewesen. Ich hätte gerne gesehen, wie meine junge Truppe sich hier macht unter ja, Bedingungen wie bei den echten, schönes Stadion, viel Zuschauerstimmung. Und da trennt sich ja die Spreu vom Weizen. Da gibt es Leute, die dann erstarren. Es gibt auch Leute, dann werden auch Helden geboren. Aber nachher war natürlich die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben. Und wir mussten nur noch auf Schadensbegrenzung spielen. Das ist sehr, sehr schade. Ja, Bayer Würding natürlich für die Zukunft alles Gute. Oh, Entschuldigung, hat auch, glaube ich, an der 90 Minuten geschrien. KFC, habe ich immer gehört. Und deswegen, ja, Entschuldigung für den kleinen Lapsus. Ich war jetzt sicherlich ein bisschen stolz auf meine Mannschaft nach Hause, aber auch ein bisschen verärgert, und wünsche Ihnen allen aber trotzdem einen schönen Sonntag. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Wölper, Trainer des Meinericher SV. Michael Boris darf ich dann in seinen Kommentar bitten. Schönen guten Tag zusammen. Der Herr, der KFC immer schreibt, der Kalle gehört zum Inventar. Und es war unter der Woche da und feuert uns beim Training an. Also von daher, Mani, das ist ein sehr gesehener Gast bei uns in der Mannschaft. Aber kommen wir auch mal zum Spiel. Das 1-0 fällt in der 8. Minute, wo wir 11 gegen 11 gespielt haben. Danach habe ich zumindest so gesehen, und ich glaube, gibt es keinen Videobeweis, in der Mauerrangelei kommt der Ellbogen und dann gibt es die rote Karte, dass wir dann natürlich
ja. uns das auch anders vorstellen, weil ihr wisst ja selber, gegen 10 Mann ist das manchmal nicht so einfach. Haben wir wenig Bewegung gehabt in der Halbzeit, hätten sie gerne mal Mäuschen spielen können. Hat sich das angelagert, wenn wir 4-0 zurückgelegen hätten, die Jungs untereinander. Zum Abschluss dann ich nochmal, wo ich ein bisschen Stimme verloren habe, weil wir einfach unzufrieden waren, weil irgendwie jeder was zu meckern und zu erzählen hatte. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen es anders. Und ich glaube, Sie haben zweite Halbzeit gesehen, dass wir druckvoller gespielt haben. Wir haben nach vorne gespielt, wir haben Chancen rausgespielt, machen das 2-0 gegen 10 Mann. Da fliege ich jetzt in der 78. runter und haben dann noch einen Lattenschuss, beziehungsweise ein, zwei ganz gute Situationen. Ja, dass es immer noch nicht so bergab läuft, wie die Fans und wie wir uns das als Mannschaft auch vorstellen, ist doch logisch. Wir arbeiten weiterhin jeden Tag dran, müssen gucken, dass wir auch Mittwoch wieder ein Ergebnis gegen Meerbusch produzieren, was positiv ist. Ich habe gelesen, dass wir nicht in der Serie sind. Habe ich mal kurz gegoogelt, was Serie heißt. Heißt Reihe in Folge. Gilt jetzt nicht an die Herrschaften von der WZ. Und wenn ich aus 5 Spielen 4 Siege hole, ich glaube schon, dass das annähernd eine Serie ist. Ne? Sonst Wikipedia.de hilft beim einen oder anderen. Ja, ist einfach, ja, ist so. Betrifft. Ich glaube, dass sowohl sportliche Führung als Mannschaft, sowohl Präsidium als sportliche Führung und Mannschaft so in einer positiven Sauglocke arbeiten und zusammen sind. Ich wünsche mir einfach nur, wie viel waren heute da, 1407, dass nicht nur die WZ versucht, gegen Rot-Weiß Essen 2 oder 3 Zuschauer mehr ins Stadion zu holen und nicht immer dagegen schreibt. Ich wünsche Ihnen schönen Sonntag, diese Aussage, genießen das Ergebnis und wir werden weitermachen und vielen Dank. Ja, gibt es nach den Worten noch Fragen von Seiten der Presse? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche unseren Gästen aus Duisburg alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, wenn Sie uns möglichst zahlreich am Mittwoch begleiten. Natürlich auch am kommenden Sonntag hier gegen Rot-Weiß Essen, Anstoß 15 Uhr. Und sage jetzt den wichtigen Satz, den mir Michael Boris jetzt gerade ins Ohr flüstern will. Tschüss, sagt ihr und euer KFC Jülich.